Hey Freunde, Liebe ist etwas wirklich unbeschreiblich Schönes. Außerdem wissen wir alle, dass Liebe keine Grenzen kennt. Doch das ist nicht nur bei uns Menschen so. Dies kann man auch an Rudy und Barclay erkennen. Während Rudy eine Gans ist, ist Barclay ein Hund. Und trotzdem lieben die beiden sich. Diese besondere Liebe ist auf eine ganz besondere Geschichte zurückzuführen. Mehr dazu gleich. Die Geschichte von Rudy und Barclay beginnt vor vielen Jahren, als Barclay noch ein kleiner Welpe war. Die Besitzerin von Barclay hat einen großen Garten, in dem sie schon immer viele Gänse hält. Der Hund ist also mit den Gänsen aufgewachsen, wodurch er eine ganz spezielle Bindung zu diesen Tieren aufbaute. Auch später, als Barclay erwachsen war, änderte sich daran nichts. Barclay hielt sich immer bei den Gänsen auf. Er aß die ganze Zeit das Gänsefutter und wollte sich einfach nicht von den Gänsen trennen. So entwickelte sich vor allem zwischen Rudy und Barclay eine innige Freundschaft. Weil die beiden wirklich unzertrennlich waren, entschloss sich die Besitzerin, Rudy mit ins Haus zu nehmen. Die beiden verhalten sich wie ein verliebtes Pärchen. Sie kuscheln zusammen, spielen zusammen und manchmal macht Rudy auf Barclay einen kleinen Mittagsschlaf. Die beiden verbringen wirklich jede Minute miteinander. Sie laufen ständig nebeneinander her und sind nie getrennt. Rudy ist zudem ein großer Beschützer von Barclay. Wenn man Barclay zu nahe kommt, schnappt sie zu. So sorgt die kleine Gans immer dafür, dass die beiden ungestört sind. Außerdem beschützt Rudy immer das Essen von Barclay. Hier sieht man, wie sie nach dem anderen Hund schnappt, als dieser versuchte, das Essen von Barclay zu klauen. Rudy ist einfach immer bei Barclay und so verbringen die beiden Jahr für Jahr zusammen. Eine wirklich unglaublich starke Freundschaft und Liebe, die diese beiden Tiere verbindet. So Leute, glaubt ihr, dass Tiere echte Gefühle haben? Und glaubt ihr, dass sich Tiere verlieben können? Außerdem, wenn du ein Haustier hast oder ein Lieblingstier hast, dann schreib es in die Kommentare. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem vergesst bitte nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis bald!